Hast du jemals darüber nachgedacht, warum trotz der Flut von Informationen über gesunde Ernährung, Kalorienzählen und makrobiotische Diäten so viele von uns immer noch Schwierigkeiten haben, ihre Gewichtsziele zu erreichen? Es ist, als würde ein Teil des Puzzles immer noch fehlen, oder? Nun, ich habe eine Überraschung für dich. Das Geheimnis liegt möglicherweise nicht in dem, was du von deiner Diät ausschließt, sondern in dem, was du hinzufügst. Denn, wie sich herausstellt, gibt es bestimmte Lebensmittel, einige davon könnten dich überraschen, die buchstäblich dazu beitragen können, Fett zu schmelzen, deinen Stoffwechsel anzukurbeln und dir dabei zu helfen, länger satt zu bleiben. Und das sind nicht einfach nur irgendwelche Superfoods, die in exotischen Teilen der Welt wachsen, von denen du noch nie gehört hast. Viele dieser Lebensmittel sind vielleicht schon jetzt in deiner Küche. Heute nehmen wir uns die Zeit, wirklich tief in dieses Thema einzutauchen und dir 10 solcher Lebensmittel vorzustellen, die, wenn sie regelmäßig konsumiert werden, den Unterschied ausmachen können. Bereit? Dann schnall dich an, denn wir begeben uns auf eine kulinarische Reise, die deinen Blick auf das Abnehmen völlig verändern könnte. Schau auch unbedingt in der Beschreibung dieses Videos vorbei. Dort haben wir für dich ein Geschenk verlinkt, das nur Zuschauer unseres Kanals umsonst erhalten. Okay. Du hast also herausgefunden, dass nicht alle Kalorien gleich sind und dass einige Lebensmittel dir tatsächlich helfen können, Gewicht zu verlieren. Lass uns also tiefer eintauchen und die Liste der 10 Lebensmittel durchgehen, die dir dabei helfen können, deinem Traumgewicht näher zu kommen. Zuerst sprechen wir über grünen Tee. Du hast sicherlich schon einmal von ihm gehört, aber warum wird er so sehr gepriesen? Nun, jenseits seiner beruhigenden Natur und des milden Geschmacks, ist grüner Tee eine echte Powerhouse-Quelle für Antioxidantien, insbesondere für eine Art namens Catechin. Und hier wird es interessant. Es gibt Studien, die zeigen, dass Catechin den Stoffwechsel ankurbeln und sogar dabei helfen können, Fett zu verbrennen, besonders um die Bauchregion herum. Aber das ist noch nicht alles. Grüner Tee kann dir auch helfen, deinen Appetit zu zügeln, indem er das Hormon, das Hunger signalisiert, reguliert. Stell dir vor, du hast einen natürlichen Appetitzügler in deiner Speisekammer und das ganz ohne Nebenwirkungen. Jetzt zu einem meiner absoluten Favoriten, die Avocado. Wenn du jemals gehört hast, dass Fett schlecht für dich ist, dann lass mich dieses Missverständnis gleich aus dem Weg räumen. Avocados sind reich an gesunden, einfach ungesättigten Fetten, die dir helfen können, satt zu bleiben und weniger zu essen. Diese Fette können auch dazu beitragen, den schlechten LDL-Cholesterinspiegel zu senken und den guten HDL-Cholesterinspiegel zu erhöhen. Und weißt du, was das Beste ist? Avocados schmecken absolut köstlich, ob in einem Salat, auf einem Toast oder sogar in einem Smoothie. Und dann gibt es noch die wunderbaren Beeren. Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren. Ich liebe sie alle. Aber neben ihrem köstlichen Geschmack sind sie auch mit Antioxidantien gefüllt. Sie haben einen niedrigen glykämischen Index, was bedeutet, dass sie deinen Blutzucker stabil halten und Heißhunger verhindern können. Denke an Beeren als kleine, süße Wunder, die deine Geschmacksknospen erfreuen und gleichzeitig deinem Körper gut tun. Lass uns über Quinoa sprechen. Dieses Korn aus den Anden ist in den letzten Jahren in der Gesundheits- und Fitness-Community immer beliebter geworden. Und das aus gutem Grund. Es ist nicht nur glutenfrei, sondern auch reich an Proteinen und enthält alle 9 essentiellen Aminosäuren. Das bedeutet, dass es eine ausgezeichnete Proteinquelle für Vegetarier und Veganer ist. Und wenn du denkst, dass es schwer zuzubereiten ist, dann denk nochmal nach. Es kocht genau wie Reis und kann in einer Vielzahl von Gerichten verwendet werden, von Salaten bis zu Hauptgerichten. Ein weiteres Muss in deiner Ernährung, wenn du abnehmen möchtest, ist griechischer Joghurt. Er unterscheidet sich von anderen Joghurts durch seinen hohen Proteingehalt. Protein hilft dir, dich satt zu fühlen, Muskeln aufzubauen und sogar Fett zu verbrennen. Aber Vorsicht vor zuckerhaltigen Varianten. Entscheide dich immer für den vollen Fettgehalt und füge selbst Früchte oder einen Spritzer Honig hinzu. Wenn du Fisch magst, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Lachs ist nicht nur köstlich, sondern auch eine hervorragende Quelle für Omega-3-Fettsäuren.
Diese gesunden Fette können Entzündungen im Körper reduzieren, was wichtig ist, da chronische Entzündungen mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht werden, einschließlich Gewichtszunahme. Außerdem kann Lachs deinem Körper helfen, Cortisol, das Stresshormon, das zur Fettansammlung beitragen kann, zu regulieren. Mandeln sind ein weiterer Snack, den du immer griffbereit haben solltest. Sie sind nicht nur praktisch und tragbar, sondern auch voller gesunder Fette und Proteine. Sie können dir helfen, Heißhungerattacken in Schach zu halten und gleichzeitig deinen Energielevel aufrechtzuerhalten. Aber wie bei allem gilt, die Menge macht das Gift. Eine Handvoll pro Tag reicht völlig aus. Grünes Blattgemüse, insbesondere Spinat, sollte in keiner gesunden Ernährung fehlen. Es ist nicht nur kalorienarm, sondern auch reich an Vitaminen und Mineralien. Es kann deinen Körper mit wichtigen Nährstoffen versorgen, ohne viele Kalorien hinzuzufügen. Außerdem kann es das Volumen deiner Mahlzeiten erhöhen, sodass du dich satter fühlst, ohne tatsächlich mehr zu essen. Hülsenfrüchte wie Bohnen und Linsen sind ebenfalls hervorragende Lebensmittel zum Abnehmen. Sie sind voller Ballaststoffe und Proteine und können helfen, deinen Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Das bedeutet weniger Heißhunger und mehr Energie. Schließlich, obwohl es kein Lebensmittel im traditionellen Sinne ist, ist Wasser unerlässlich. Es hilft, deinen Körper hydratisiert zu halten, unterstützt die Verdauung und kann sogar Heißhungerattacken verhindern. Ein Glas Wasser vor den Mahlzeiten kann dir auch helfen, weniger zu essen und somit weniger Kalorien zu konsumieren. Das war ein umfangreicher Überblick, aber es ist wichtig, dass du genau verstehst, wie diese Lebensmittel in deiner Diät arbeiten können. Denn wenn du die Wissenschaft dahinter kennst, kannst du bessere Entscheidungen für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden treffen. Nachdem wir uns jetzt durch diese erstaunliche Liste von Lebensmitteln gearbeitet haben, die dein bester Verbündeter auf deiner Abnehmreise sein können, möchte ich mit dir über das größere Bild sprechen. Es geht nicht nur darum, das richtige Essen zu wählen. Es geht darum, einen Lebensstil zu schaffen, der Nachhaltigkeit und Wohlbefinden fördert. Du magst vielleicht denken, okay, ich habe die Liste. Ich werde diese Lebensmittel in meinen Einkaufswagen legen und dann? Wird alles magisch besser? Die Wahrheit ist, dass es mehr braucht als nur das Wissen um gesunde Lebensmittel. Es braucht Engagement, Konstanz und vor allem ein Verständnis dafür, warum du dich für diese Reise entschieden hast. Die Wahl von Lachs über einen fettigen Burger oder Quinoa statt einer Portion Pommes frites ist nicht nur eine Entscheidung für das, was auf deinem Teller liegt. Es ist eine Entscheidung dafür, wie du dich selbst siehst und wie du dich in der Zukunft sehen möchtest. Das Ernährungsbewusstsein geht über das einfache Zählen von Kalorien oder das Verfolgen von Makronährstoffen hinaus. Es handelt sich um eine ganzheitliche Betrachtung dessen, wie Nahrung dich physisch, emotional und sogar spirituell nährt. Ja, Beeren können Antioxidantien enthalten und Avocado kann gute Fette liefern. Aber wenn du sie isst und dabei ein Gefühl von Dankbarkeit und Bewusstsein für die Nahrung empfindest, dann ist ihre Wirkung auf dich noch mächtiger. Die Einstellung, mit der du dich deiner Ernährung näherst, spielt eine entscheidende Rolle. Ich möchte auch betonen, dass, während diese Liste von Lebensmitteln großartige Vorteile für den Körper hat, es wichtig ist, auf deinen Körper zu hören. Jeder ist einzigartig. Was für den einen funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für den anderen. Es geht darum, deinen eigenen Rhythmus zu finden und zu entdecken, was sich für dich richtig anfühlt. Vielleicht stellst du fest, dass obwohl Mandeln für viele als gesunder Snack gelten, sie dir persönlich nicht gut bekommen. Und das ist völlig in Ordnung. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es keinen Einheitsgrößenansatz für die Ernährung gibt. Es geht darum, flexibel und offen für Anpassungen zu sein, je nachdem, wie dein Körper auf verschiedene Lebensmittel reagiert. Und während wir über Flexibilität sprechen, vergiss nicht, dir gelegentlich auch etwas zu gönnen. Nur weil du dich entscheidest, gesünder zu essen und diese wunderbaren Lebensmittel in deine Ernährung aufzunehmen, bedeutet das nicht, dass du nie wieder Schokolade oder einen Burger essen darfst. Es geht um Balance. Ein gelegentlicher Genuss kann tatsächlich dazu beitragen, dass du dich nicht beraubt fühlst und es einfacher ist, langfristig bei einem gesunden Ernährungsplan zu bleiben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine gesunde Ernährung mehr ist als nur das, was du isst. Es geht darum, wie du isst, warum du isst und wie du dich dabei fühlst. Es geht darum, Nahrung als Kraftstoff zu sehen, der dir Energie gibt und nicht als Feind, den es zu bekämpfen gilt. Wenn du diese Perspektive einnimmst, wirst du feststellen, dass das Abnehmen weniger anstrengend und belastend wird. Es wird zu einer natürlichen Folge deines Wunsches werden, dich selbst gut zu behandeln und das Beste für deinen Körper zu tun. Außerdem empfehlen wir dir, deine Fettverbrennung mit unseren 10 fettverbrennenden Lebensmitteln zusätzlich extrem anzuregen. Diese 10 Lebensmittel findest du im ersten Link in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben. Lass uns also diesen Weg gemeinsam gehen. Lass uns jeden Tag eine bewusste Entscheidung treffen, um unserem Körper die Nahrung und die Pflege zu geben, die er verdient. Denk daran, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, sondern darum, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Mit dieser Einstellung und natürlich mit der Hilfe unserer Top 10 Lebensmittel bin ich sicher, dass du nicht nur dein Gewichtsziel erreichen, sondern auch ein erfüllteres und gesünderes Leben führen wirst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass uns in den Kommentaren wissen, welches Thema dich am meisten interessiert, und wir werden unser Bestes geben, auch dazu ein Video machen.